Gut, Zirkelkonstruktionen habe ich dieses Video genannt, und zwar, weil wir mit Hilfe des Zirkels und eines, manchmal auch Geodreiecks, aber meistens nur mit Zirkel und Lineal, bestimmte geometrische Figuren praktisch herstellen. Damit man das sowas wie Rechtecke oder Quadrate, aber auch damit man Winkel teilen kann oder rechte Winkel herstellen kann, damit man das richtig kann, nochmal ganz schnell, was wir aus der... Eigentlich war das schon in der 6. Klasse dran. Was wir da brauchen ist zum Beispiel, wie kann ich einen rechten Winkel herstellen? Wir fangen aber erstmal an, wie kann ich einen Winkel teilen? Nehmen wir mal an, ich habe einen Winkel, einen Spitzenwinkel. Dann macht man mit dem Zirkel Folgendes, man sticht hier ein, und zwar im Scheitelpunkt des Winkels, sagt man, und vollführt mit dem Zirkel einen Kreisbogen. Wenn Fragen sind, ne, bitte sofort halt Stopp sagen oder Schnipsen melden. Okay, so. Man macht sich also praktisch hier an diesen beiden Punkten Hilfspunkte. Achtung, immer mit der gleichen Zirkelspanne. Nimmt den Zirkel, sticht dann hier wieder ein, an diesen beiden, beziehungsweise erstmal an dem ersten, und vollführt hier wieder einen Kreisbogen und das gleiche hier wieder. Und wenn man diesen Punkt dann mit dem Scheitelpunkt verbindet, dann hat man den Winkel geteilt. Das gleiche Prinzip, das war also Winkelteilung. Winkel teilen, kann ich auch sagen. Ich kann aber auch einen gestreckten Winkel teilen, und zwar zu dem Zwecke, dass ich aus dem gestreckten Winkel zwei rechte Winkel mache. Dazu ist es wichtig, wenn ich hier eine Gerade habe, na warte mal, schön war die nicht, die hat mir jetzt nicht gefallen, ich versuche es mal ein bisschen, na gut. Dann macht man Folgendes, man muss natürlich erstmal, im Moment ist es eine Gerade, erstmal festlegen, wo ist ein Startpunkt. Das ist hier am besten irgendwo in der Mitte, so ziemlich genau in der Mitte. Jetzt wird es plötzlich ein gestreckter Winkel. Das heißt also, das sind 180 Grad. Wenn ich 180 Grad durch zwei teile, erhalte ich 90 Grad. Das machen wir jetzt mal. Und wir machen das mit Hilfe der Winkelteilung, so wie hier. Also, ich steche jetzt hier wieder im Scheitelpunkt des Winkels, obwohl der eigentlich gar nicht so aussieht, ein und vollführe zwei Kreisbögen. Man kann natürlich auch einen großen Kreisbogen machen, das bringt uns aber nichts. Wozu? Es ist ja nur wichtig, dass wir hier diese Schnittpunkte mit der Geraden haben. Beziehungsweise, jetzt müssen wir ja sagen, mit den Schenkeln des Winkels. Jetzt, das mache ich jetzt mal in blau. Jetzt kommt dieses hier, das, was ich eben hier gemacht habe. Jetzt muss ich aber eine andere Zirkelspanne nehmen, und zwar eine größere. Weil wenn ich die gleiche nehme, lande ich hier. Und das wird kein vernünftiger Schnittpunkt, wo ich dann eine Gerade anlegen kann. Also nehme ich einen größeren Radius und vollführe hier und hier eingestochen wieder die gleiche Figur. Also zweimal einen Kreisbogen um diese Punkte herum hier. Und jetzt kann ich, jetzt mache ich das mal in Rot, und jetzt kann ich auch tatsächlich diesen Punkt, das war der, und kann dann wirklich tatsächlich diesen Punkt verbinden und habe den Winkel geteilt. Auch wenn meine Gerade schräg liegt, ich habe dann ganz sicher hier 90 Grad und hier 90 Grad. Wobei diese beiden Winkelbezeichnungen, die muss man nicht machen, die habe ich jetzt bloß nochmal extra reingemalt. Wozu kann man das nutzen? Das nutzt man, bevor ich dann nochmal auf Dreiecke komme, das nutzt man, um rechte Winkel in solchen Figuren wie Rechtecken herzustellen. Achtung, rechter Winkel, linker Winkel, das hat nichts miteinander zu tun, sondern es geht um einen richtigen Winkel. Nochmal die Geschichte. Wenn früher der Bauer Mecke zu einem Maurermeister gekommen ist und hat gesagt, du Karl, kannst mir mal eine Wand hinstellen und schön gemauert, ne? Und mach die mir ja im rechten Winkel. Dann meinte er im richtigen Winkel. Denn wenn diese Mauer hier schräg stünde, mal nur von der Seitenansicht, dann würde sie gleich umfallen. Rechter Winkel heißt also lotrecht. Die steht auf der Erdoberfläche lotrecht. Das ist damit gemeint. Das wäre also hier diese Ziegelmauer, ne, die Karl haben wollte, die der Bauer Mecke haben wollte und so weiter. So, darum geht's. Wie kann man also das Winkelteilen nutzen dafür, dass man rechte Winkel herstellt, indem man einen gestreckten Winkel nimmt und dieses Verfahren dann nutzt, weil man ja daraus zwei rechte Winkel herstellt. Wenn wir jetzt kommen wir zum Rechteck, wenn wir jetzt ein Rechteck konstruieren wollen, nur mit Lineal und Zirkel, dann machen wir es wieder wie folgt. Wir nehmen uns eine Grundlinie, die machen wir entsprechend ein bisschen länger. Länger deswegen, weil wir müssen ja, nehmen wir mal an, es sind 5 cm gegeben.
Wir müssen ja die 5 cm hier so einigermaßen in die Mitte schieben, weil wir ja, Achtung, nochmal hier, weil wir ja nach links noch ein bisschen Platz brauchen, beziehungsweise auf der rechten Seite noch ein bisschen Platz brauchen. Ein Rechteck sieht ja so aus, nehmen wir an 5 cm und 3 cm, das ist mein Lieblingsbeispiel, 5 cm als Grundseite und 3 cm als Höhe, richtige Proportionen malen, die muss länger sein, weil die 5 cm sind. Dann haben wir ja hier einen rechten Winkel. Und den zu konstruieren, brauchen wir ja ein bisschen Platz, weil ja hier diese Kreisbögen noch kommen und wir das hier machen wollen. Das machen wir also so, wir legen die 5 cm auf der echt zu langen Gerade fest. Das macht man, indem man, jetzt nehme ich mal diesen Strich hier nochmal weg, indem man am allersichersten und genauesten auf dem Lineal, ich deute es mal an, wo die 5 cm sind, hier seinen 5 cm, mit dem Zirkel einsticht und dann den Zirkel so weit öffnet, hier das sei mal der Zirkel, hier ist der Griff, hier ist der Mechanismus, und den Zirkel so weit öffnet, bis der genaue 5 cm gelandet ist, sticht hier ein und macht hier einen kleinen Kreisbogen. Dann hat man ganz sicher die 5 cm übertragen. Natürlich kann man auch ein Lineal anlegen und dann hier einen Strich machen, zur Not. Aber wie geht es jetzt weiter? Und zwar das gleiche Verfahren wie oben. Wir haben hier einen gestreckten Winkel, den wir teilen und daraus rechte Winkel machen. Wir haben hier einen gestreckten Winkel und ich mache es jetzt mal in Blau weiter. Wir stechen also hier ein, machen hier Hilfskreisbögen, stechen in die entsprechenden Schnittpunkte hier und hier ein. Jetzt mache ich es mal in Rot weiter. Nehmen die Zirkelspanne größer, damit wir hier oben und hier oben, nicht die gleiche, hatte ich vorhin erläutert, einen Punkt erzeugen aus diesen beiden Kreisbögen. Und wenn wir da jetzt hier verbinden, dann haben wir hier schon mal die erste Seite. Das gleiche Verfahren machen wir hier und hier. Jetzt nehme ich mal ganz bewusst eine kleinere Zirkelspanne, aber je größer, umso besser. Aber ich nehme trotzdem jetzt mal eine kleine, damit ich auch zeige, dass es geht. Und ich mache jetzt mal auch hier eine ein bisschen größere als diese Zirkelspanne. Und jetzt mache ich mal hier und hier meinen Hilfspunkt. Und wenn ich das mit diesem Punkt verbinde, dann stimmt das. Jetzt stehen die beiden roten Seiten tatsächlich 5 cm voneinander entfernt und zwar parallel. Jetzt ist bloß noch eins. Ich muss bloß noch eins machen. Ich muss jetzt bloß noch die Höhe, die mache ich mal in Orange, hier diese Höhe. Die 3 cm, die muss ich irgendwie festlegen. Das mache ich jetzt genauso. Wenn hier 3 cm sind, hier meinen Zirkel eingepiekt am Nullpunkt und hier auf 3 cm gegangen, Zirkel eingestellt, hier eingestochen, hier meine 3 cm, hier eingestochen, hier meine 3 cm festgelegt, dann habe ich es eigentlich schon erreicht. Dann habe ich ein ganz sauberes Rechteck konstruiert, indem ich hier schön dünn alle Linien verbinde. Jetzt sieht das natürlich nicht so schön aus wie ein Rechteck und diese bunten Linien, die könnten ein bisschen verwirren. Normalerweise machen wir das alles mit Grau, könnte ich das mit grauen Linien machen und ganz dünn, damit man sieht, dass das nur Hilfslinien sind. Das sieht dann ungefähr alles genauso aus wie hier, bloß eben ganz dünn. Und dann nimmt man Schwarz und zeichnet ganz sauber nach, wie ein technischer Zeichner, macht man dann die echten Körperkanten nochmal richtig und kann zum Schluss sogar wegradieren. Und dann hätte man sein Rechteck. Jetzt kommt noch eine Frage. Was mache ich mit dem Quadrat? Jetzt müssen wir uns mal erinnern, was ein Quadrat ist. Ein Quadrat hat doch alles gleiche Seiten. Wenn das Quadrat gleiche Seiten hat, naja, was liegt dann näher, als zu sagen, ich nehme die gleiche Figur wie hier, nur dass ich hier nicht 3 cm habe, sondern wenn ein Quadrat meinetwegen Seitenlänge 4 cm hat, dann mache ich hier unten 4 cm und hier 4 cm und habe hier oben automatisch auch 4 cm und die rechten Winkel sind garantiert. Das bis dahin. Gibt es jetzt erstmal Fragen? Ich halte das Video mal an. Gut, wir haben jetzt nochmal durchdiskutiert, dass das Quadrat genauso gemacht wird. Genau das gleiche, denn ein Quadrat ist ein Rechteck, aber ein spezielles. Ein spezielles insofern, weil es nämlich alles gleiche Seiten hat. Hier sind die Schüler gerade teilweise am Mitmalen bzw. am Zugucken und Diskutieren. Jetzt noch eins, ich hatte gesagt, nochmal zu dem Dreieck. Und zwar mal den einfachsten Fall, bevor wir dann nochmal auf einen Spezialfall kommen. Auf einen sehr schönen Spezialfall sogar. Und zwar, wie stellt man ein gleichseitiges Dreieck her? Es gibt mehrere Wege. Entweder, ich mache mal Pause, ich passe mal die Figuren. So, ich habe jetzt mal hier einen
einigermaßen einen Kreis draus gemacht. Entweder man macht es so, dass man sagt, ich mache hier aus diesem Kreis, wir kennen das alles, gleichen Radius nehmen, Hilfspunkte machen und Hilfspunkte, wie man so eine schöne Blume oder sowas bastelt, beziehungsweise ein gleichseitiges Sechseck machen würde ich. Ich zeige es mal ganz schnell und nehme es dann wieder zurück. Das würde ein Sechseck werden. Wenn ich die alle verbinde, diese Hilfspunkte, dann habe ich ein gleichseitiges Sechseck, weil jedes Mal immer nur vom Radius aus die Radiuslänge abgetragen wurde. Das wäre der eine Weg, daran zu kommen. Und zwar, jetzt kommt der Weg. Ich nehme nur jeden zweiten Punkt und verbinde. Das heißt also, wenn ich die verbinde, habe ich ein gleichseitiges Dreieck. Das ist aber ein relativ umständlicher Weg. Es gibt noch einen schönen Weg. Das ist jetzt hier ein bisschen verzerrt, das sieht auch nicht sehr schön aus, aber das Prinzip hatten wir ein paar Mal durchgesprochen. Jetzt kommt der nächste Weg, der viel leichter ist. Nehmen wir mal an, es ist Folgendes gesucht, und zwar ein gleichseitiges Dreieck mit, ich kürze mal ab, Dreieck, ne, mit Grundseite gleich 3 cm. Da mache ich Folgendes zur Lösung, zur konstruktiven Lösung jetzt, ne, mache ich Folgendes. Dann sage ich, okay, ich nehme in die Zirkelspanne die 3 cm, bastel mir eine Grundseite, trage hier die 3 cm ab. Jetzt habe ich die 3 cm und jetzt kann ich die Zirkelspanne gleich nutzen und hier oben 3 cm, wenn ich das hier durchziehen würde, und hier oben, und wenn ich hier einsteche und hier, also einmal hier eingestochen, das ergibt diesen, und einmal hier eingestochen, das ergibt den nächsten Kreisbogen. Und jetzt brauche ich bloß noch diese drei Dinger zu verbinden, denn ich weiß, die müssen alle gleich 3 cm lang sein. Das war noch der andere Weg, um das ganz schnell zu machen. Ich werde dann einen Link zu einem, das mache ich im Allgemeinen unten rechts, Link heißt ja nicht Links, sondern es geht um Verbindung. Hier werde ich dann noch einen Link einfügen, nochmal zur Konstruktion eines sogenannten pythagoreischen Dreiecks. Aber jetzt mache ich das Video erstmal dicht. Aber kurz nochmal Pause, falls es noch Fragen gibt. Alle Fragen durchdiskutiert, wir machen das Video erstmal dicht.